Hallo. Ja, wir haben uns immer noch nicht einfallen lassen, weil hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Video, wollen wir nicht machen. So, nein, wir sind bei mir in der Garage. Wir haben ja gesagt, wir wollen mal ein bisschen was vom 500er-Projekt filmen, weil da extrem viel nachgefragt haben, ob wir da nicht ein bisschen Videozeug drüber machen können. Ja, hier ist den Gerät. Vielleicht könnt ihr mal hier ein paar Sachen zeigen. Hier haben wir schon von Lectron aus der USA einen abgestimmten Vergaser bekommen, passend für den Motor. Das ganze Motorrad habe ich so in Holland gekauft. Der Umbau in dem Alurahmen war auch schon so. Ja, warum halt ein Alurahmen? Haben mich halt auch einige gefragt gehabt. Einfach aus dem Grunde, weil ich halt immer mit so einem Stahlrahmen gefahren bin. Und ich weiß nicht, also für mich ist halt nichts. Gibt auch etliche Leute, die darauf abfahren, aber ich wollte halt nicht. Und deswegen habe ich ein bisschen geguckt und nach ewig langem Hin und Her dann halt zum Glück in einem Alurahmen gefunden. Und ja, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier einen Alurahmen aus 2008 von einer 250er und wir haben einen CR500 Motor aus 2001. Das Ganze ist wie gesagt schon umgebaut. Jetzt der Motor war jetzt nochmal in Holland gewesen, weil ich gesagt habe, wenn ich halt so ein Projekt mache, dann will ich halt, dass alles immer frisch ist. Sprich, neuer Kolben drin, neue Kurbelbilder. Die Bilder dazu kommen jetzt hier auch nochmal mit eingeblendet. Die habe ich dann nicht zugekriegt. Ja, was haben wir hier noch? Wir haben hier so ein paar coole Honda HRC-Teile dran. Ich kann euch gerne nochmal kurz den Bike-Porn, den ich hier schnell mit dem Telefon geschnitten habe, der kommt jetzt nochmal so hierhin. Ja, so sah es vorher aus, aber dadurch, dass ich halt so ein bisschen von dem Rot weg wollte, weil man sieht hier so ein bisschen, die CRF ist halt komplett rot, das Motorrad von Henry ist halt komplett rot. Und ja, da war ich halt auch mit Backyard dran, da haben wir halt ein cooles neues Dekor erstellt, da bin ich auch schon mega gespannt und das müsste jetzt nächste Woche ankommen. Wir sitzen definitiv, das seht ihr auch noch beim Auspacken, diesmal auf weiße Plastikteile, weil ich halt wollte, dass es ein bisschen heller wird. Und ich bin jetzt gerade noch dran, alle Teile, die man halt hier irgendwie, die man hier irgendwie in Rot an der 500er sieht, oder hier zum Beispiel der VHM-Kopf, der ist ja immer Gold. Beziehungsweise alle Teile, die man halt irgendwie eloxieren kann, möchte ich gerne in so einem Eisbonbonblau haben. Könnte ich nicht vorstellen, was das für eine Hürde ist. Manchmal frage ich mich einfach, wo kommen die Ideen her und wer. Nee. Nee, einfach nur nervig. Und der eine oder andere wird es halt kennen, wenn man sich halt immer was in den Kopf gesetzt hat, dann will man da halt auch nicht wirklich von seinem Plan abkommen. Und deswegen sind wir dran, noch alle Teile in Blau, in Candyblau, um zu eloxieren. Zum Heulen. Das dauert schon 2 Wochen und noch niemand gewonnen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wie gesagt, Motor wurde in Holland gemacht. Komplett überarbeitet und eben mal alles neu gemacht, Getriebe, sämtliche Lager, alles was hätte dazugehört. Rahmen wurde immer neu gepulvert, Schwinge wurde immer neu gepulvert. Ja, das Fahrwerk, da können wir vielleicht gleich mal weitermachen. Komm mal mit. Das Fahrwerk, das haben einige schon in meiner Story bei Instagram gesehen. Fahrwerk kommt hier wieder wie auch die letzten Jahre von ORS. Da habe ich halt eben mal, ihr könnt es ja mal auspacken hier. Vorsichtig hinstellen. So. Genau, also im Endeffekt ist das quasi das Originalfahrwerk, das Bronzefahrwerk hier. Ja, da werden mich jetzt auch einige Leute für hassen oder töten oder was weiß ich, aber ist halt ein Ersatzfahrwerk, das kommt einfach in der Ecke gestellt, dass wenn mal irgendwas zum Service kommt, dann ja, weil die Gabel aus der CRF,
Kommt auch noch in Schwarz und Blau, so wie die. Und das Schwarze, was ich jetzt hier quasi in die Hand habe, das bauen wir heute noch in die 500er ein. Und dann ist die halt von der Gabel her schon mal safe. Jeder, der halt hier so einen Umbau bei Marc machen lassen möchte, der farbliche Umbau ohne Abstimmung liegt so zwischen 850 und 900 Euro. Schießt euch jetzt nicht genau fest, schreibt Marc einfach an. Holt euch da einfach ein komplettes Angebot auf euch zugeschneidert. Das ist dann einfach das Beste. Und ja, warum ORS? Ich meine, das machen ja auch viele andere, aber mit Marc hatte ich halt jetzt noch nie Probleme. Der hat halt jetzt, seitdem ich Motorrad fahre, und das müssen jetzt schon 5 Jahre sein, immer meine Fahrwerke. Und war halt auch immer sehr, sehr zufrieden. Von dem her, warum irgendwas anderes suchen, wenn es schon was Geiles gibt. So, haben wir den ganzen Schrauber hier weg und können den schon weghauen. Paul, möchtest du dieses Fahrwerk nochmal zur Gemüte führen? Jawohl. Okay. Dann machen wir jetzt einfach schnell einen kleinen Gabelporn. ja. Nichts Halbes. Carbon only. Hier habe ich noch von P3. Mit denen ist jetzt mittlerweile auch, glaube ich, auch schon das zweite Jahr, nee, das dritte Jahr sogar schon, wo ich mit denen zusammenarbeite. Da hatte ich ja schon die Teile an der CRF dran gehabt. Die haben mir jetzt hier nochmal ein paar Sachen für die 500er geschickt, beziehungsweise, was heißt ein paar Sachen? Die alten Mopeds haben halt nur noch weniger irgendwelche Vorlagen, von dem her Motorschutzplatte, Scheibenbremsschutz. Und ja, das kommt ja noch mit dran. Das haben auch schon die ein oder anderen in meiner Story gesehen. HGS hat sich nicht lumpen lassen und 2 Endtöpfe gesponsert. Danke an dieser Stelle an HGS. Ich finde es immer schön, wenn man Leute für Projekte begeistern kann. Und das hat auch nichts mit Arschkriecherei zu tun. So, die beiden sollen im Endeffekt diesen Hintern hier schmücken. Warum 2-Takt-Endtöpfe? Ich habe halt gesagt, 4-Takt-Endtöpfe haben halt schon extrem viele. Und wenn ich halt 2 Endschalldämpfer hinten haben will, dann halt auch 2 vom 2-Takter, weil 500er, 2-Takter und naja, man kennt sich. Zu dem Projekt mit den Endschalldämpfern bin ich jetzt gerade noch im Gespräch mit einer anderen. Mit einer anderen Firma. Die kommt hier aus Pirna. Und ja, die machen sonst eigentlich viel so Simson-Tuning-Zeug und mit denen bin ich jetzt gerade am Schauen, wie es bei denen halt zeittechnisch passt, weil die haben auch mega Lust auf so ein Projekt. Daher kann es nochmal sein, dass mir, hier kommt nochmal mit, nochmal so eine schöne Birne aus Titan war, um halt mal richtig jeden drauf zu machen. Weil bei dem Projekt will ich einfach keine Kompromisse machen. Und falls jetzt auch wieder manche denken, hier, der kriegt ja irgendwie alles gesponsert oder sowas, dem ist nicht so. Ich bezahle auch mehr wie genug. Zum Beispiel die 500er. Jeder kann mal so ein bisschen gucken, wie so die Marktpreise sind. Da legt man halt auch schon eine ganze Menge Geld hin. So, und wenn man dann halt hier noch so ein paar Rabatte mitbekommt, dann ist das halt immer mega fett und dann kann man halt einfach auch mega dankbar sein. In der jetzigen Zeit, von dem her, ja, was ich da aber halt für Prozente bekomme oder sonst was, kann ich euch, beziehungsweise darf ich halt euch leider mal immer nicht sagen. Ja. Ne, wie gesagt, Auspuff vorne, sind wir halt am Überlegen, ob wir die auch mal aus Titan machen, einfach, dass es so ein bisschen so ein cooles, stimmiges Bild gibt, weil ihr werdet da auch noch sehen, Schrauben zum Beispiel habe ich auch aus Titan geholt. Ich mache das ganze Motorrad. Verkleidungsschrauben, hier die Schrauben für den Zündungs- und für den Kupplungsdeckel, für die Gabelbrücke, also sämtliche Schrauben habe ich aus Titan geholt. Einfach aus dem Grund, wegen der Langlebigkeit und weil du hier einfach den Vorteil hast,
dass da halt viel mehr Schrauben in dem Türkis gibt, so wie ich es haben will. Genau. Nochmal kurzer Exkurs zum Auspuff. Viele werden sich natürlich fragen, wie machen die das hier mit dem Y-Stück? Da kann ich euch auch was sagen, beziehungsweise zeigen. Da habe ich selbst noch an die ausgepackt. Da habe ich mir hier als Vorlage ist ja immer cool im Video sein, dann klappt das nicht. Siehst du? Titanschrauben, aber kein Messer in der Werkstatt. Alter, 5 Jahre später. Der eine andere wird es noch von den alten Honda Motorrädern kennen. Das ist so ein Y-Stück, wie es das halt damals bei der 2008er gegeben hat. Den habe ich mir halt einfach mal mitgeholt. Einfach, damit man so ein bisschen gucken kann, wie muss man sowas halt ungefähr bauen, damit man halt nicht ganz so im Dunkeln tappt. Ich meine, klar, das ist jetzt hier natürlich viel zu lang und alles, aber es ist halt wirklich einfach nur als Vorlage, dass man hier halt so ein bisschen weiß, wie man verschiedene Sachen machen kann. Sachen machen, haben, tun, sein. So, oben ausgepackt. Wie eine Gumpe hier drin. Wir haben ja gerade über die Schrauben gesprochen. Ja, hier alles am 8 Schrauben. Hier haben wir Schrauben für den Motor. Verkleidungsschrauben. Ich muss noch irgendwo Schrauben liegen. Keine Ahnung. Aber auch Schrauben. Für irgendein Verkleidungsteil. Alle ausgebaut, alle ausgemessen, Sackstand, lastet. Lasst euer Moritz einfach original. Was haben wir hier? Hier habe ich schon reingeguckt. Na gut, wie riecht man. So, das nächste Ding ist ja gleich. Kriegt man noch für so ein altes Moped irgendwie Plastikteile. Du findest nichts. So, da haben wir hier, ne, so wie wir die an der CRF auch schon haben, haben wir hier immer das alte, neue. Ne? Finde ich halt einfach geil. So, was haben wir hier noch? Da haben wir hier Gabelschoner, ne, weil ich mir gesagt habe, wenn ich schon so eine schicke bunte Gabel habe, dann muss man doch ein bisschen vernünftig sehen. Und gerade bei dem alten Motorrad sind halt die Gabelschoner, weiß nicht, immer, ihr fühlt genauso viel Plastikteil, wie wenn du hier so eine Seitennummertafel hast. Von dem her, neue Gabelschoner für mehr Sichtbarkeit von Geilheit. Et voilà, hier wir haben eine alte Kotflügelsatz von diesem Motorrad. Letzter Preis, gute. Es ist halt auch wieder super anstrengend, nicht dick auszusehen, viel Kacke zu quatschen und dann immer noch so ein Gesicht an der Kamera zu sehen. ja, was wir übrigens noch sagen wollten, nebenbei. Das letzte Video ist ja eigentlich ganz gut angekommen, so von den, warte mal, was uns die Leute zugetragen haben. Von daher, Paul, können wir weitermachen, oder? Ich denke. Gut. Und von Paul machen wir übrigens auch nochmal ein kleines Vorstellungsvideo, wo einfach mal so ein paar coole Edits mit drin droppt und
Wir haben Paul letztes Mal eigentlich schon mit dir gefilmt, aber dadurch, dass er jetzt Videos schneidet, kann er auch entscheiden, was drin kommt und wann nicht hinkommt, der Assi. So, die nächste Paket bitte. Ah, genau. Zwei alte Kopfflügel. Also auch von 13 bis 15. Weil cool. So, heute können wir halt nur Gabel einbauen, so ein bisschen Schrauben überall dran tüdeln, weil viele Sachen halt noch zu eloxieren müssen. Quasi die ganze Kiste und eigentlich alles, was an der CRF dran ist. Deswegen würde ich jetzt hier auch kein Plastikteil ranbauen, weil im Endeffekt im nächsten Video muss ich die Scheiße eh wieder abbauen. Gabel einbauen, ein paar Schrauben dran tüdeln. Fahrwerk drin, ne, Kabel und Fahrwerk ist dasselbe. Gabel drin, ein paar Schrauben rantüdeln. Und dann, ja, wartet auch schon mit dem Video gewesen. Ihr könnt ja auf alle Fälle mal in die Kommentare schreiben, wie euch dieses ganze Projekt gefällt, ob ihr da Bock drauf habt, das Ganze so ein bisschen mit zu begleiten. So ein bisschen mit begleiten zu wollen. Also ich habe auf alle Fälle mega Lust, mich da mitzunehmen. Paul, denke ich mal auch, gerade weil es ja eben nur kein alltägliches Motorrad ist und da ja doch schon viele Leute mal Interesse dran haben. Haut es in die Kommentare und dann würde ich sagen, kommt jetzt noch ein bisschen lustige Musik und Timelapse und dann sehen wir uns im nächsten Video, was wieder genauso affentittengeil wird wie dieses. Gut.